willkommen zu einer neuen Kinderzimmer Production. Ihr habt mal wieder fleißig Fragen gestellt unter meinem letzten Video und eine davon werde ich jetzt beantworten. Vom BMW-Boxer Niedersachsen. Der hat geschrieben: Weißt du schon, wie du über den Winter kommst? Mit Motorradfahren wird es ja irgendwann ungemütlich, zumal immer mehr Länder zu Corona-Risikogebieten erklärt werden. Gehst du wieder einer geregelten Arbeit nach? Erziehende werden doch sicherlich gesucht. Fragezeichen. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Nehmen wir mal die erste Frage, da sind ja mehrere drin. Ob ich schon weiß, wie ich über den Winter komme? Ja, definitiv. Also zum einen, ich melde mein Motorrad ja gar nicht ab. Ich fahre den Winter durch, weil ich finde, man kann auch im Winter viel fahren. Hier ist es ja in Deutschland, ist es ja nicht ganz so kalt. Also ich mache weiterhin auch irgendwelche Tagestouren oder mal am Wochenende wegfahren. Und eine andere Sache, die im Winter auch geht, ist das Motocross-Fahren. Das ist quasi eine neue Leidenschaft, die geweckt wurde durch die Vorbereitung auf die Mongolei-Reise im Gelände. Die ganzen Offroad-Trainings, die ich gemacht habe, haben bei mir ja echt mein Herz zum Schlagen gebracht, was das Fahren im Gelände betrifft. Sprich, ich hatte ja jetzt vor kurzem meine erste Erfahrung auf einer richtigen Crossmaschine, auf der Beta, auf einer 390er. Und das hat einen mega Spaß gemacht. Und hat mich jetzt eigentlich dazu bewogen, das ganze Thema noch mal mehr zu vertiefen, weil das war jetzt so ein Tag, wo ich gefahren bin und da hat sich schon sehr, sehr viel getan, so was meine Fähigkeiten angeht. Das habe ich echt schon gemerkt, das hat wirklich in 2-3 Stunden passiert da ganz, ganz, ganz viel. Aber noch nicht so viel, dass ich sage, ich habe mit dem Thema jetzt abgeschlossen, sondern das hat bei mir eigentlich erst angefangen jetzt. Und deswegen, also alles, was so mit Motocross-Strecken, leichten Motorrädern und vielleicht auch so Trial-Geschichten zu tun hat, da habe ich richtig Bock drauf. Über Baumstämme oder Betonrohre oder fette Reifen fahren und so. Also das will ich auf jeden Fall machen. Auch dann anschließend mit der Afrika-Twin. Weil eine Erfahrung, die ich bei dieser Geschichte auf der Motocross-Strecke mit der Beta gemacht habe, ich spoilere jetzt mal ein bisschen, aber ich muss es einfach erzählen. Es ist einfach so cool, dass wenn man so schwierige Sachen im Gelände mit einem leichten Motorrad fährt, dann ist es anschließend viel leichter, das mit einem schweren Motorrad zu machen. Sprich, ich bin da mit so einer leichten Maschine halt durch und an vielen Stellen, wo ich echt auch Angst hatte, dass ich umfalle oder so, hat die Maschine mir total geholfen, da durchzukommen. Also das ist halt viel leichter als mit einer schweren, ne? Die sucht sich ihren Weg irgendwie, die wiegt ja nichts. Und auch wenn man dann denkt, man kippt um, eben Bein auf den Boden und zack, ist man wieder stabilisiert und fährt weiter. Also das ist halt viel leichter, das Gleichgewicht zu halten, die Maschine vorm Umkippen zu bewahren und durch schwere Terrains durchzukommen. Und dann anschließend das Ganze mit einer schweren Maschine zu machen, ist halt irgendwie als wenn man doch mit der leichten immer noch unterwegs wäre. Ich war dann viel unbedarfter unterwegs. Damit ich hatte gar keine Angst mehr umzufallen, weil ich dachte so, ja, ich krieg das ja dann trotzdem irgendwie hin, die wieder zu stabilisieren oder einfach Gas geben, wenn ich unsicher bin, irgendwo nicht durchzukommen oder so. Das überträgt sich dann einfach auf das Fahren mit der schwereren. Und deswegen ist das eine Erfahrung, die mir auf jeden Fall gezeigt hat, keine Angst davor, leichtere Maschinen zu fahren, weil dann eventuell die Afrika Twin mir zu schwer ist oder so, gar nicht. Also diese Angst hatte ich wirklich, ich gebe es zu, hatte ich vorher, aber die hat sich absolut nicht bestätigt, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, das Fahren mit der leichten Maschine hat mir meine Afrika Twin einfach nochmal näher gebracht im Gelände, weil ich jetzt viel einfacher mit der fahren kann, weil ich irgendwie diese Fähigkeiten mit der leichteren schneller erlernt habe. Und auch Fliegen, ja, das war jetzt an dem Tag, wo ich das mit der Beta gemacht habe, das war so der erste Ansatz vom Fliegen. Aber das kann man sicherlich noch ausbauen und das sind so Geschichten. Dem werde ich mich die nächste Zeit widmen. Und das kann man eben auch super im Winter machen, wenn nicht alles voll Schnee liegt, dann ist das eigentlich eine schöne Sache. Es ist halt echt einfach ein Sport, ne? Und
Sport kann man ja auch im Winter machen. Ihr könnt mir dabei auch helfen, noch mehr in dem Bereich Motocross unterwegs zu sein, wenn ihr mir einfach schreibt, was ihr für Adressen kennt, wo man Motocross fahren kann, wo man sich eventuell dann auch so eine leichte Maschine leihen kann. Schreibt mir gerne über meinen Instagram-Account Caro unterwegs mit X am Ende oder über Facebook Caro unterwegs mit GS am Ende oder über meine Website, das Kontaktformular. Da schreibt einfach hier unter dem Video in die Kommentare rein. Geht auch. Adressen, Trainings, Möglichkeiten auf Crossstrecken zu fahren oder auch durch irgendwelche Wälder oder Hindernisse. Egal. Ich würde super gerne wissen, was es da alles gibt, besonders hier im Bereich Münsterland. Das ist halt für mich besonders interessant, weil ich hier lebe. Aber auch alles andere würde ich mir gerne mal anschauen oder zumindest erstmal hören, was es da so gibt, um ja dann das ein oder andere sicherlich auch selbst zu machen. Aber das war schon mal so dieser erste bahnbrechende Erfolg für mich, wo ich einfach gedacht habe, ey cool, das ist jetzt echt, du musst dich da nicht entscheiden, ob jetzt was Leichtes oder was Schweres, sondern das Leichte hilft dir mit dem Schweren. Ja, und das ist eine geile Erfahrung und deswegen werdet ihr mich da in der nächsten Zeit sicherlich auch in diesem Bereich viel unterwegs sein sehen. Was ein Satzbau ist. Okay, also, dann geht die Frage ja noch weiter. Ob ich wieder einer geregelten Arbeit nachgehe, weil Erziehende werden doch sicherlich gesucht. Genau, also ich bin Erzieherin, hast gut aufgepasst und habe ja auch zuletzt in dem Bereich gearbeitet, also als stellvertretende Leitung von einer Kindertagesstätte und habe da zusätzlich die alltagsintegrierte Sprachförderung gemacht, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Mit Kindern zu arbeiten ist sowieso einfach ganz, ganz schön. Aber ihr wisst ja sicherlich auch, dass vor 2-3 Jahren, als ich den Motorradführerschein gemacht habe, ich eigentlich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt habe, unter anderem auch den beruflichen Bereich. Und deswegen ist es so, dass ich im Moment eine Umschulung mache zur Industriekauffrau, weil ich einfach einen Beruf machen möchte, den ich mehr mit dem Reisen verbinden kann, den ich mehr mit anderen Sprachen verbinden kann. Das heißt, ich möchte in internationalen Teams arbeiten und auch in internationalen Firmen mit Auslandsaufenthalten und ja, all sowas. Ich habe einfach Bock, nochmal was Neues zu lernen, weiterhin aber auch mit Menschen zu arbeiten. Und ich glaube, das wird mich auf jeden Fall persönlich und karrieremäßig weiterbringen. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Genauso wie in den Bereichen Motorradbranche oder Persönlichkeitsentwicklung beruflich Fuß zu fassen. Ich möchte da einfach noch ganz viel dazu lernen und genau, deswegen, wie gesagt, eine Umschulung. Das heißt, auch da jetzt auch im Winter viel lernen und nicht ganz so viel Zeit für Videos. Das, ja, wie gesagt, das ändert sich wahrscheinlich ein bisschen, hat sich auch schon verändert. Aber ich höre trotzdem nicht auf, sondern ich mache weiter, immer dann, wenn ich Zeit dafür habe und Lust und Laune. Ich mache das hier nicht auf Krampf, ich mache das einfach, weil ich Bock habe. Und ansonsten werden reisetechnisch, je nachdem, wie ich so Ferien habe und Zeit, auch weiterhin Sachen möglich sein. Und da seid ihr dann auch dabei, mal mehr und mal weniger. Ich war jetzt vor kurzem in Italien und Österreich unterwegs, als Fotomodell für eine Motorradzeitschrift. Dazu werde ich euch an gegebener Stelle aber auch nochmal Hinweise geben, wo ihr das Ganze findet. Aber solche Geschichten werden sicherlich auch immer mal wieder dabei sein. Und da filme ich dann weniger, da habe ich einfach keine Zeit für, wenn ich dann da mit dem Fotografen unterwegs bin. Da mache ich dann vielleicht hier und da mal ein Foto und dann seht ihr anschließend den Bericht in der Zeitschrift. Ne? Genau. Ja, ich hoffe, dass die Frage damit gut beantwortet wurde. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, was ihr da noch mehr wissen wollt, was euch noch fehlt und oder vielleicht ganz andere Themen, die euch noch interessieren, zu denen ich euch eine Antwort geben soll. Okay, dann würde ich sagen, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und bis dahin bleibt gesund, macht das Beste aus dem Winter und wir sehen uns, wie immer. Bis dann, ciao.